Ich darf Sie einmal herzlich willkommen heißen aus Sicht des It's OWL Cluster Managements zu dieser Reihe Inside OWL und zu dem spannenden Thema heute. Mein Name ist Christian Fechtelpeter, ich bin beim Cluster Management für das Thema Technologietransfer zuständig. Vertrete heute den Kollegen Tomi Falkowski, der das begleitet hat, das Projekt. An sich ist es ja so, in diesen Inside ins OWL rein stellen wir immer die Innovationsprojekte vor, wo die Universitäten zusammen mit den größeren Unternehmen aus der Region an spannenden Zukunftsthemen arbeiten. Bei diesem Service Navigator ist die Entstehungsgeschichte ein bisschen anders, weil wir letztes Jahr in der Corona, als die Corona-Krise quasi gerade frisch war oder zumindest noch nicht so lange fortgeschritten war wie jetzt, den sogenannten Horizonte Makerton OWL initiiert hatten. So, und daraus ist dieses Projekt entstanden. Also man kann quasi sagen, dass das Team hier war schon von Anfang an ein Gewinnerteam. Und was besonders war, ist, dass sie sich eben sehr dynamisch gefunden haben und jetzt, glaube ich, in einem Einjahresprojekt auch sehr dynamisch an den Ergebnissen gearbeitet haben, schnell Ergebnisse erzielt haben. Und umso toller finde ich, dass wir jetzt heute knapp ein Jahr später schon wirklich auf Ergebnisse zurückblicken können und dass uns die Ergebnisse jetzt vorgestellt werden. Wer ist das Team? Das muss ich einmal gerade ablesen, aber wir haben neben der Unity haben wir die GEA dabei, Kraftmaschinenbau, WP Kemper, also auch ein sehr starkes Industriekonsortium und das Fraunhofer ENAS ist dabei und das Fraunhofer IM. Von daher echt ein spannendes Thema, ein spannendes Team und freue ich mich, dass wir das heute, dass wir da Einblicke, Insights, so wie die Reihe ja heißt, bekommen können. Grundsätzlich, wir zeichnen das einmal auf. Das heißt, wenn jemand von Ihnen jetzt sagt, okay, ich möchte gar nicht, dass das aufgezeichnet wird bei einer Frage oder so, dann einmal bitte eine Rückmeldung. Ansonsten, wir möchten das eben auch zugänglich machen, deswegen wird es aufgezeichnet. Und wenn du, Sina, einmal vorangehst, sage ich noch einmal, dass grundsätzlich, Sie kennen alle Teams, wenn es eine oder eine nicht kennt, Sie haben die Möglichkeit, die Hand zu heben. Ich glaube, das ist ganz wichtig, weil später stellen wir Fragen. Und dann melden Sie sich einfach, wenn Sie dann eine Frage stellen, gerne die Kamera an und die restliche Zeit das Mikrofon aus. Dann ist es, glaube ich, für alle angenehmer. Fragen können Sie natürlich auch in den Chat stellen. Ja, und dann würde ich einfach sagen, Feuer frei. Genau, legt los. Perfekt. Ich guck mal gerade, jetzt wird hier gerade sauber gemacht, aber das kriege ich abgewimmelt. Genau, ich glaube, die Netiquette ist klar. Dadurch, dass wir in Teams jetzt arbeiten und damit, glaube ich, alle ganz gut umgehen können, super gerne auch Zwischenfragen stellen. Wir sehen das nicht immer im Chat, aber ich denke, Christian oder Hendrik, ihr weist dann kurz darauf hin. Genau, ich dachte, ich fange mal mit einem Ziel an und nicht mit einem Rückblick. Und es ist so, dass wir aktuell an einer Lösung arbeiten und so haben wir es mal überschrieben, die die Durchführung und Dokumentation von Diagnosen und Routinen automatisiert. Was bedeutet das konkret im Kontext Maschinenanlagenbau? Nicht nur damals zur Durchführung des Makerthons, sondern grundsätzlich stellen sich einige Herausforderungen auch im Hinblick des zunehmenden Fachkräftemangels, vor allem aber, wenn wir jetzt mal auf die Corona-Situation gucken, eben verschärfte Reisebeschränkungen. Bedeutet, dass im Zweifel die Beziehung und jetzt konkret die Servicebeziehung zum Maschinenbetreiber nicht immer die ist, die vielleicht jetzt sich ein Maschinenhersteller im physischen Sinne gewünscht hat. Maschinen werden ausgeliefert, das ist jetzt so ein bisschen der Teil links, dann wird es in Betrieb genommen, dann tauchen eben Fehler auf und oftmals sind die angenommenen Fehler bei Konstruktion nicht voll und nicht immer richtig die wirklich im Feld auftreten. Rückfluss ist nicht unbedingt gegeben, auch deswegen, weil eben viel, viel Wissen noch in den Köpfen der Menschen steckt und das Ganze nicht wirklich auswertbar vorhanden ist. Auf der anderen Seite plagen eben den Maschinenbetreiber und ich glaube im Moment jetzt im Hinblick auf Rohstoffknappheit auch Marktbesetzung immer mehr das Thema Verfügbarkeit. Und das ist, glaube ich, das, wo wir jetzt als Service-Navigator, aber vor allem auch der Maschinenanlagenbau natürlich ein Auge drauf hat. Das Thema Wissenstransfer, so können wir es jetzt aus verschiedenen Interviews sagen, ist der Punkt und die Qualifizierung, dass eben auch dort
im Bereich der Maschinenbedienung und der Produktion sicherlich nicht mehr die Verfügbarkeit an Mitarbeitern herrscht, was im Zuge der Automatisierung vielleicht noch verkraftbar ist, aber bei Komplexität von Produkten und Maschinen dann eben eine Schwierigkeit darstellt. Das heißt, im Grunde sind wir dazu gezwungen, Wissen zu Fehlern und zu Wartungen unterstützt aufzunehmen und auch anderen bereitzustellen, die es vielleicht noch nicht 25 Jahre aufgebaut haben. Kurz zur Entstehungsgeschichte und wo wir aktuell sind, worüber wir berichten wollen und vor allem auch ja tatsächlich mal aufmerksam machen möchten. Wir waren jetzt lange Zeit ein ja relativ unsichtbares U-Boot, haben im Juni 2020 den Makerton auch mit Hilfe oder überhaupt eigentlich durch Initiierung von GeaKraft und WP Kemper gewonnen und sind seitdem in einem ungewöhnlich kurzen Forschungsprojekt von einem Jahr. Bedeutet, man kann es sich vorstellen, dann tatsächlich auch vielleicht eine etwas schnellere Ergebniserzielung und haben jetzt immer in Co-Entwicklung im gesamten Konsortium den zweiten Meilenstein jetzt Mitte August absolviert. Das heißt, was wir präsentieren, so war es ja angekündigt, ist eine Live-Demo des Produktes. Wir sind vor allem froh, dass GEA mit dabei ist, auch ja, Herr Fleuter als quasi Sponsor des Projektes einen Einblick zu geben, wie GEA den Service Navigator aktuell sieht und einsetzt. Und zum Schluss für die vor allem technologisch Interessierten geben wir einen kleinen Einblick darin, wie die Technologie eigentlich funktioniert und warum wir zu Anfang tatsächlich auf menschliches Wissen aufsetzen müssen, aber uns am Ende etwas unabhängig davon machen wollen. Vorweggenommen ist dieses Projekt weiterhin und auch zukünftig offen für Testnutzer. Auch deswegen, weil vom Ziel her ein anderes ausgeschrieben ist als jetzt reine Publikation und Forschungsarbeit, sondern das soll wirklich eine Marktlösung werden und das Ganze früh validiert am Markt. Wir hatten es eingangs gehört, die Unity ist beteiligt, jetzt mit mir in Person und wir geben jetzt so aus allen Perspektiven einen kleinen Einblick, um eben auch nochmal zu appellieren, dass gerade in solchen herausfordernden Zeiten oder immer dann, wenn es um Innovation geht, man durchaus auch von Schwarmintelligenz profitieren kann. Die Herausforderung habe ich eingangs angesprochen. Ich hatte jetzt gestern Abend noch mal ein bisschen ausführlicher geschaut, weil diverse Studienergebnisse und Berichte auch noch mal veröffentlicht wurden. Das, was natürlich gerade im Zentrum steht, ist dieser Abbruch der Servicebeziehung, weil man vielleicht nicht allem gerecht werden kann an Maschinenfehlern, weil dann doch der Ersatzteilkauf über ja, die altbekannten Plattformen schneller ist. Und das ist genau da, wo wir ansetzen wollen. Bedeutet, hatten wir jetzt heute in einer anderen Diskussion auch noch mal, wir integrieren uns bewusst in die digitalen Vorhaben der Maschinenhersteller, sprich alles, was da aktuell an Portalen, an Plattformen, an digitalen Portfolien entsteht, ist eben das, wo wir uns anflanschen und diesen Teil der Fehlerdiagnose und Behebung abdecken. Wie ist der Service Navigator als Produkt zu verstehen? In erster Linie ist es ein in sich funktionierender Microservice, also ein spitzer Use Case, der darauf abzielt, im Falle einer Fehlerbehebung schneller diagnostizieren zu können. Caro wird gleich einmal in die Live-Demo absteigen und dann wird das klar. Die Besonderheit ist, dass wir vom Auftreten des Fehlers bis hin zur Behebung unterstützen. Bedeutet, dass das Wissen von 25 Jahre zugehörigen Mitarbeitern aufgenommen wird über eine einfache Eingabe und jedem anderen über ein Frage-Antwort-Spiel zur Verfügung gestellt wird. Was dabei unüblich oder besonders ist, ist, dass das Ganze herstellerbetreiberübergreifend passiert, das heißt, ein riesen Wissenspool entsteht und der jederzeit erweitert wird. Zugrunde liegt ein Algorithmus, der das Ganze über Zeit optimiert. Also ein Beispiel ist jetzt immer so die Telekom-Hotline, bei der man anruft und über Internetprobleme klagt. Ziel ist dann tatsächlich innerhalb von 6 Klicks da durchzukommen und nicht ewig in der Warteschleife zu hängen. Insofern würde ich sagen, wir geben einen kleinen Einblick in das, was der Service Navigator umfasst an Funktionen. Und zusammenfassend werden Sie jetzt gleich Folgendes sehen. Wir springen einmal rein. Es ist eine Web-Applikation, die im Moment auf Azure, Microsoft Azure läuft, das heißt cloud-basiert und sich vor allem anhand der, ich sag mal, Integrativität
festhält oder vornimmt, überall integrierbar zu sein. Weil wir uns durchaus bewusst sind, dass sowohl Maschinen als auch Systeme vielfältiger nicht sein könnten, wie sie aktuell im Einsatz sind. Kern ist das, was Sie in der Mitte sehen, die Diagnosen und die Routinen. Die sind unterstützt, da springen wir gleich ab. Und für den Fall, und das ist tatsächlich auch durchaus noch vorzufinden, dass, ich sag mal, die Digitalisierung in der Produktion noch nicht hundertprozentig fortgeschritten ist, muss es eben so etwas geben wie eine Anlagenverwaltung und eine Art Logbuch, wo dann sämtliche Vorfälle drin gespeichert werden. Das ist jetzt aber auch aus diversen Validierungsphasen sozusagen immer so ein Muss, um das Ganze abzurunden oder eben Einstiegspunkt, um in die Diagnose zu steigen. Im Endeffekt aber Basis für das, worauf wir uns hier klar und deutlich fokussieren, nämlich die Dokumentation und Durchführung von Diagnosen und Routinen. Und damit würde ich einmal gerne an Caro übergeben und du kannst mich überteilen, wenn du magst. Ja, dann springen genau. Wir nämlich ab. Ja, machen erstmal eine Folie weiter. Genau. Mein Name ist Caroline Juncker und ich nehme von Seiten eines der Fraunhofer-Institute teil, vom Fraunhofer IEM. Wir Fraunhofer-Institute sind eben in dem Forschungsprojekt vor allem für den forschungsseitigen Teil des Projekts zuständig und bearbeiten da vor allem die technische Umsetzung, haben aber auch teilweise Arbeitsanteile an der Konzipierung des Geschäftsmodells. Und damit Sie sich auch gleich zu Anfang einmal genau vorstellen können, was wir uns eigentlich oder was eigentlich unsere Zielvision ist, möchte ich Ihnen jetzt einmal eine Live-Demo zeigen. Ihnen das so einfach einmal nahebringen. Sie sehen jetzt einmal die Landingpage. Wenn Sie jetzt auf den Service Navigator gehen würden, würden Sie erstmal eine Ansicht erhalten, in der Sie die Möglichkeit erhalten, sich einzuloggen. Und bei diesem Login werden dann schon bei uns quasi gewisse Daten hinterlegt. Also je nachdem, welche Position Sie in Ihrem Unternehmen haben, würden Ihnen unterschiedliche Funktionalitäten bereitgestellt. Darauf werde ich gleich nochmal eingehen. Ich habe mich hier jetzt schon einmal eingeloggt und dann sehen wir auch gleich die Maschinenübersicht, die ich jetzt als Maschinenbetreiber in meinem Unternehmen hätte. Hier sehen wir jetzt zwei Maschinen. Eine Seitenschweißmaschine und hier diese Sechsschachtmaschine. Und außerdem gibt es hier noch eine Maschinengruppierung. Da sehen wir jetzt auch noch keine Details zu. Habe ich jetzt hier die Möglichkeit, auch Details zu einer Maschine anzuschauen. Das heißt, ich kann einmal sehen, natürlich den Namen, wo steht diese Maschine eigentlich in meiner Halle. Und kann außerdem technische Informationen dazu sehen. Wie alt ist die Maschine, von welchem Hersteller ist sie? Und kann dann im Rahmen des Services auch gleich sehen, wie ich denn den Service dazu kontaktieren kann und zu welchen Zeiten ich den Service erreichen kann. Genau, außerdem habe ich ein Bild zur Visualisierung der Maschine und kann mir das dann hierüber einfach gleich einmal anzeigen lassen. Genau. Ich habe dann auch die Möglichkeit, oder je nach Funktion, die ist halt eben je nach Autorisierung, habe ich auch die Möglichkeit, Maschinen anzulegen. Das heißt, wenn ich zum Beispiel ein Servicetechniker bin, kann ich vielleicht auch Diagnosen hinzufügen. Das ist immer abhängig von der Autorisierung der jeweiligen Person. Ich habe hier dann die Möglichkeit, die gegebenen Informationen hinzuzufügen und kann hier dann halt eben auch Bilder hinzufügen. Was nun aber eigentlich das Interessante an unserem Tool ist, und da geht es dann auch schon Richtung unseres USP, ist, dass wir jetzt zu einer Maschine eine Diagnose durchführen können. Also wir haben jetzt, stellen uns vor, wir haben einen Fehler an der Sechsschachtmaschine und möchten diesen Fehler jetzt einordnen können. Und um da diese Fehlersuche zu starten, starten wir hier an der Maschine einmal die Diagnose. Damit werden uns dann mögliche Symptome abgefragt. Also es wird abgefragt, was sehe ich denn eigentlich an der Maschine? Was ist eigentlich mein Problem? Und ich habe jetzt hier mal das Problem, dass ich zwar Pappe in dem Wechsler habe, also es handelt sich hier halt eben um eine Papierschneidemaschine. Und in dem Wechsler ist zwar Pappe, aber es kommt nichts heraus, also es wird nichts rausgefördert. Hake ich diese Option an
und überspringe die anderen beiden Optionen, weil die gerade nicht zutreffen, und gehe dann weiter. Das Ganze wird dann in unserem Backend im Algorithmus verarbeitet und anschließend erhalte ich hier schon erste mögliche Ursachen. Also mein System sagt mir jetzt, es ist einmal möglich, es sind unterschiedliche Ursachen möglich für meinen Maschinenfehler. Einmal ist es möglich, dass ich im Wechsler einen Pappstau habe, dann ist es möglich, dass ich in der Maschine einen Pappstau habe oder dass der Start nicht richtig eingestellt wurde. Und hier oben rechts sehe ich auch die Wahrscheinlichkeit, mit der eine Ursache eintritt, und habe dann hier auch immer die Möglichkeit, die Ursache zu beheben. Ich sehe jetzt hier aber, dass hier unten noch weitere Symptome ausgewählt werden können, und schaue da erstmal, ob hiervon vielleicht noch etwas weiteres zutrifft. Und dann sehe ich hier jetzt, dass außerdem mein Schnittmuster auch sehr unsauber ist und ein bisschen ausgefranst ist. Das klicke ich wieder an und überspringe die anderen beiden Symptome, und weil die nicht zutreffen, und gehe dann weiter und schaue mal, wie mein Algorithmus das weiter verarbeitet. Und jetzt sehe ich hier, dass sich die möglichen Ursachen geändert haben, weil halt eben ein Symptom hinzugekommen ist und das Ganze neu berechnet worden ist. Und hier sehen wir jetzt auch, dass sich eine Ursache klar herauskristallisiert. Und zwar sagt meine Applikation mir, dass die Ursache für das Nicht-Ausfördern wahrscheinlich halt eben an der schlechten Materialqualität liegt. Das heißt, die Pappe ist wahrscheinlich einfach schon so ausgefranst, dass das System es nicht richtig packen kann. Und dadurch kommt es hier dann schon zu einem Fehler. Genau. Und die Ursachen werden immer in der Reihenfolge angegeben, wie es hier angezeigt wird. Also ich habe jetzt hier die Möglichkeit, erstmal die schlechte Materialqualität, die wird als am wahrscheinlichsten angezeigt. Jedoch werden auch andere Ursachen angezeigt, die nächste Wahrscheinlichkeit dann halt eben darstellen. Genau, das Ganze möchte ich Ihnen jetzt noch einmal anhand eines zweiten Diagnosewegs zeigen. Da gehen wir das Ganze jetzt noch einmal schneller zu. Jetzt nehme ich mal an, dass mein Schnittmuster unsauber ist. Und außerdem habe ich das Problem, dass der Testzuschnitt auch schon nicht in Ordnung war. Und hier komme ich dann jetzt darauf, dass mein Schneidmesser verschlissen ist. Also es wird einfach nicht mehr sauber durchtrennt, dadurch, dass das Messer stumpf ist. Und jetzt möchte ich diese Ursache, habe ich mir jetzt ausgewählt, und das halte ich auch für sehr sinnvoll, und möchte diese Ursache beheben. Also klicke ich hier einmal Ursache beheben an. Und dann springe ich sofort zum nächsten Schritt automatisch, und zwar zu den Routinen. Die Routinen sind quasi unsere Lösungsmuster, die wir vorgeben. Das heißt, zu diesem Fall, mein Schneidmesser ist stumpf, habe ich jetzt die Routine, das Schneidmesser muss gewechselt werden. Da sehe ich hier einmal die unterschiedlichen Schritte, die diese Routine abbildet, und habe hier außerdem eine kurze Information, wie lange das eigentlich dauert und wer das durchführen kann und was in welcher Kategorie das zugeordnet wird. Diese Schritte könnte ich jetzt hier durchlaufen, indem ich das Ganze weiterklicke, sehe dann auch immer, wer das halt eben durchführen kann, ob das von einer Fachkraft durchgeführt werden kann oder ob das vielleicht auch von einem Servicetechniker, einem Laien durchgeführt werden kann. Ich hätte hier jetzt die Möglichkeit, das Ganze einmal zu durchlaufen und somit meinen Fehler zu beenden und den Durchlauf zu beenden. So. Das war jetzt erstmal so ein wesentlicher Einblick. Ich hoffe, das hat Ihnen schon ganz gut vor Augen geführt, wie wir uns unsere Applikation vorstellen. Perfekt. Genau, wir zeigen gleich nochmal ein bisschen drumherum, auch in Richtung Technologie. Ich würde jetzt aber einmal, wie versprochen, an die Piloten übergeben, damit wir hier jetzt keine Theorievorstellung machen, sondern tatsächlich einmal erklären, wie das Ganze aktuell bei GEA Anwendung findet. Und ich würde an Herrn Freuter Sie übergeben. Vielen Dank. Ja, ich würde ganz gerne einmal heute erklären, warum wir dabei sind und warum der Service Navigator für uns relevant ist.
Und dann würde ich an den Max Bersch übergeben, um dort etwas tiefer einzusteigen. Also die GEA als Unternehmen ist ein relativ großer Konzern, bestehend aus vielen einzelnen Firmen. Wir haben im letzten Jahr 4,7 Milliarden Euro Auftragseingang gemacht und haben etwa 18.200 Mitarbeiter im Konzern. Könnte ich einmal die nächste Folie haben? Was machen wir? Wir sind ein Technologiekonzern und versuchen, innovative Lösungen für nachhaltige Prozesse anzubieten. Sie finden bei uns im Wesentlichen Produktionsanlagen, Equipment für die Nahrungsmittelindustrie, aber nicht nur. Wir haben auch Bereiche, die sich mit Pharma auseinandersetzen. Und wenn Sie an Endprodukte denken, dann kommt jeder vierte Liter Milch aus Produktionsanlagen, die mit unserem Equipment bestückt sind, jedes dritte Chicken McNuggets und noch relevanter jeder zweite Liter Bier. Aber wenn Sie an beispielsweise Nachhaltigkeit denken, dann ist das heute schon so, dass mit unseren Applikationen, die sich mit Rauchgaswäschen auseinandersetzen, im Jahr beispielsweise 2 Millionen Tonnen Schadstoffen nicht mehr in die Umwelt geblasen werden. Also eine Menge Technologie, die in sinnvoller Weise Anwendung findet bei unseren Kunden. Jetzt hätte ich gerne die nächste Folie. Wir sind in 5 Divisionen eingeteilt und ich arbeite in Oelde bei der Westfalia Separator und die gehört zu der Division Separation and Flow Technologies. Und wir haben im Prinzip 3 Unternehmen vereint. Das sind die Separatoren, die etwas trennen, die Homogenisatoren, die im Prinzip etwas fein verteilen. Also wenn Sie eine Milch haben, wird das Fett darin fein verteilt mit dem Homogenisator oder bei einer Creme das Wasser. Und wir haben einen Unternehmensbereich, die ehemalige Tuchenhagen, die Ventile und Pumpen herstellt. Die Division macht 1,2 Milliarden Umsatz und hat 4.500 Mitarbeiter. Jetzt hätte ich gerne die nächste Folie. Klemmt. Dann würde ich einfach weiter erzählen. Also wir haben uns relativ frühzeitig, und jetzt komme ich so ein bisschen in den Bereich, wie vielfältig sind wir, uns marktorientiert aufgestellt. Das heißt, wir haben einen Bereich, der auch ergebnisverantwortlich ist für alle Applikationen, die mit Getränken zu tun haben. Also wenn Sie ein Bier trinken, hatte ich vorhin schon drüber berichtet, wird im Prinzip der Trub, die Hefe rausgeholt. Wenn Sie einen Fruchtsaft trinken, dann ist der in aller Regel durch eine Zentrifuge gegangen. Kerngeschäft früher war sicherlich der Molkereibereich. Und wenn Sie jetzt heute über Pharma nachdenken, dann haben wir alle im Zusammenhang mit Corona das Werk in Marburg kennengelernt, was ja tatsächlich dann die Erhöhung der Kapazität gebracht hatte, die wir brauchten, damit wir alle ein Impfangebot bekommen haben. Die Anlage ist mit Zentrifugen der Westfalia-Separator ausgerüstet und das war einer der größeren Aufträge der vergangenen Jahre und nach Corona haben wir auch den Umbauauftrag dort bekommen. Also eine sehr vielfältige Applikationsbreite, die wir vor der Brust haben, die natürlich Komplexität mit sich bringt. Jetzt hätte ich gerne die nächste Folie. In Summe sind wir so ein bisschen stolz, dass Zentrifugen, die eigentlich ein relativ einfaches Gerät sind, in 2500 Applikationen Anwendung finden. Und das machen wir, indem wir im Prinzip unseren Kunden bitten, uns eine Probe zu geben, die wird in unseren Labors analysiert und dann suchen wir aus, wie muss eine solche Zentrifuge konfiguriert werden, dass sie für die Applikation passt. Häufig ist die Zentrifuge Kernequipment beim Kunden. Und dafür könnten wir jetzt vielleicht die letzte Folie von meinem Teil nehmen. Die Zentrifuge selbst findet halt als Kernequipment Anwendung in der Prozesslinie des Kunden. Und die Zentrifuge selbst besteht im Prinzip aus einer rotierenden Einheit, einem Motor und einigen wenigen Stellgliedern und Sensoren. Da aber das Up- und Downstream-Equipment die Performance oder Leistungsfähigkeit der Zentrifuge unterstützt oder halt auch nicht, wird die häufig auch durch die Steuerung der Zentrifuge mit angesteuert. Und das bringt ein Stück weit jetzt natürlich die Komplexität an unseren Kunden heran, in dem Moment, wo die Zentrifuge nicht das tut, was sie soll.
Weil die Ursache dafür kann natürlich in dem Antrieb liegen oder in Verstellaggregaten, kann aber auch etwas zu tun haben mit der Produktvorkonditionierung oder halt mit der Abförderung des Produktes. Und insofern, wenn Sie jetzt rekapitulieren, 2500 Anwendungen, die wir mit Zentrifugen bedienen, und die Zentrifugen sind natürlich angepasst auf die Anwendungen, dann ist das in einem Fall, wo etwas ausfällt, schon eine komplexe Aufgabenstellung. Das haben wir in der Vergangenheit darüber erledigt, dass wir zum Kunden hingefahren sind, und das recht schnell. Und Corona hat uns eigentlich gezeigt, wir müssen über neue Wege nachdenken. Und deswegen ist für uns das, was Sie als Fehlerdiagnose oder auch Optimierung, dafür kann man es auch einsetzen, sich entwickelt hat in dem Service Navigator Projekt, in idealer Weise geeignet, unserem Kunden Hilfestellung zu bieten, wenn wir nicht schnell vor Ort sein können. Und damit würde ich jetzt ganz gerne an den Max übergeben. Und ich hoffe, Sie haben so ein bisschen kennengelernt, wo kommt unsere Motivation her? Warum ist das Thema für uns so wichtig? Und ich kann hier nur sagen, wir arbeiten gerne im Verbund mit den anderen Unternehmen, auch wenn die Maschinen völlig unterschiedlich sind. Die Problemstellungen sind einfach die gleichen. Ja, herzlichen Dank, Markus. Ich werde jetzt mal einmal kurz in das Themengebiet reinsteigen, wie wir im Prinzip die Inhalte bereitstellen, beziehungsweise welchen Business Case wir quasi hinter dem Service Navigator sehen. Da haben wir jetzt hier zunächst eine sehr vertriebslastige Folie. Also wie treten wir in den Industriepartnern, in dem Industriekonsortium, das ja jetzt hier in dem Forschungsprojekt vertreten ist, quasi an den Betreiber von Maschinen, an den Nutzer von Maschinenparks heran. Was hier links auf der Folie zu sehen ist, ist, dass wir halt eben sagen, der Service Navigator wird eben über einen Anlagenhersteller den Kunden des Anlagenherstellers bereitgestellt als neutrale Lösung. Das heißt, der Anlagenbetreiber kann sich hier einen Maschinenpark in seinem Service Navigator zusammenstellen, der sowohl aus Anlagen der GEA besteht beispielsweise, als auch aus Anlagen anderer Hersteller, dass wir halt eben diese Neutralität der Cloud-Lösung wahren. Was wir rechts in der Folie hier sehen, ist quasi die White-Label-Lösung. Auch das haben wir vertreten in diesem Konsortium, in dem wir arbeiten. Das heißt, hier wird der Service Navigator über ein bestehendes Integrationsportal einfach nur als Baustein exklusiv den Kunden eines Maschinen- oder Anlagenherstellers zur Verfügung gestellt, sodass dieser halt effektiv auch nur die Anlagen dieses Herstellers im Service Navigator eben einsehen kann und auf das digitalisierte Wissen zurückgreifen kann. Wenn du jetzt nochmal eine Folie weitergehst, und zwar ist das im Prinzip die Folie, wie wir jetzt selber vorgehen bei der GEA. Welche Inhalte stellen wir zur Verfügung in dem Service Navigator Projekt? Was sehen wir als besonders relevant an? Wir sprechen hier von zwei verschiedenen Applikationsfeldern. Einmal das Applikationsfeld Beverage, einmal das Applikationsfeld Marine. Exklusiv in dem Applikationsfeld Beverage sprechen wir von dem Produkt GEA Vaculig. Und mit diesen Applikationsfeldern schreiten wir im Service Navigator voran. Wieso tun wir das? Wieso nutzen wir da die Vaculig? Naja, bei der Vaculig haben wir halt eine Technologie, das ist eine Vakuumentsaftungstechnologie, die recht neu im Produktportfolio der GEA vorhanden ist. Es ist eine vergleichsweise einfache Technologie, um jetzt einen Proof of Concept des Service Navigators durchzuführen. Wir haben ein sehr familiäres Kundenumfeld, wo wir uns bei der Vertestung des Service Navigators vielleicht auch den einen oder anderen Patzer erlauben können. Und aber auch ehrliches Feedback bekommen und haben hier die Möglichkeit, in das bestehende Try-and-Buy-Geschäftsmodell für diese Anlagen hereinzuschreiten, den Service Navigator an potenzielle Kunden für diese Technologie mit rauszugeben und dann entsprechend auch ein validiertes Feedback zu der Softwarelösung zu kriegen. Die Ausbaustufe dessen ist im Prinzip die Marine-Applikation, bedingt dadurch, dass wir in diesem Forschungsvorhaben recht früh Interesse verkündet bekommen haben, durch die TT-Line, das ist eine Fährschiff-Reederei, die in Norddeutschland mit 15 Fährschiffen tätig ist. Hier haben wir eine Offshore-Lösung, das heißt, wir haben eine Instandhaltungsmannschaft, die auf einem Schiff tätig ist und quasi im Falle des Ausfalls von Maschinen komplett auf sich selbst angewiesen ist. Das heißt, hier drückt der Schuh halt richtig. Wir haben in Sachen technische Systeme der GEA
eine höhere Systemkomplexität als bei der VacuLeak, haben allerdings auch einen hohen Standardisierungsgrad in den Technologien. Das heißt, wir haben eine gewisse Skalierbarkeit oder die Möglichkeit zu skalieren. Das heißt zu sagen, wir vertesten nicht nur mit einem Fährschiff, sondern tatsächlich dann auch effektiv nachher mit den 15 weiteren oder 14 weiteren Schiffen, die halt eben in der Flotte der TT-Line vertreten sind. Das soweit erstmal von mir. Ich würde jetzt übergeben an Alex. Alex gibt jetzt einen tiefergreifenden Einblick in den Algorithmus und die Funktionalität des Service Navigators und des Diagnosetools. Genau. Ja, hallo von mir. Ich werde den Service Navigator jetzt ein bisschen aus Sicht des Backends erklären. Das heißt, was ist die Idee hinter dieser ganzen Diagnose dahinter? Was ist die eigentliche Funktionalität dann auch des Service Navigators? Und da ist jetzt erstmal ein zweistufiges Verfahren. Das heißt, wir kümmern uns hier einmal um die Erfassung von Expertenwissen, die Digitalisierung von Expertenwissen und als zweites halt auch die Diagnose dann einer fehlerhaften Maschine, wie wir ja jetzt schon eingangs gehört haben. Und das teilt sich dann halt in vier Teilbereiche auf. Das eine ist, man will natürlich erstmal, weil das Wissen meistens noch in den Köpfen der Leute ist, der Experten, muss das ja erstmal eingefangen werden, dieses Wissen. Das heißt, der Service Navigator bietet natürlich eine Plattform, um eine Wissensbasis anzulegen. Wir bieten dafür optimierte Eingabeformulare an, wie wir es eben schon gesehen haben in der Demo von Caroline, dass das auch ergonomisch sich anlegen lässt, dass die Leute auch das durchblicken, die Anlage der Wissensbasis. Und was dann noch dazu kommt, ist, dass diese Wissensbasis auch im Betrieb halt noch weiter ausgebaut werden soll. Denn ich glaube, die Maschinen sind viel zu komplex, als dass man jetzt am Anfang so frei nach einem Wasserfallmodell sagen kann, wir spezifizieren jetzt alles durch, was irgendwie mal passieren kann. Und dann funktioniert das, sondern das System soll ja auch zum einen lernen und halt auch eine einfache Erweiterung darstellen. Hat man diese Wissensbasis, beziehungsweise hat die einen gewissen Grad erreicht, einen gewissen Reifegrad, nutzt man den Service Navigator natürlich auch zur Diagnose. Und da gibt man dann halt in der Demo eben gesehen die Beobachtungen an und was man halt an der Anlage gesehen hat und bekommt dann halt eine Diagnose nach diesem Frage-Antwort-Spiel. Und das Ziel ist hierbei, dass es halt auch ein Lernprozess wird. Das heißt, das System wird mit der Zeit intelligenter. Das heißt, wenn man immer auf dieselben Symptome, da hatten wir ja eben diese Prozentzahlen dran. Und bei der einen Diagnose war dann halt, ich sag mal, 58% und das andere war weit abgeschlagen, irgendwie bei 7%. Und wenn das System jetzt auch noch mit der Zeit lernt und es bei einem gewissen Fehlerbild immer dieselbe Fehlerursache ist, soll natürlich auch diese Wahrscheinlichkeit dann langsam steigen. Das heißt, das System lernt auch mit, es erweitert die Wissensbasis und wird damit halt mit der Nutzung auch immer besser. Das ist die Idee dahinter. Nächste Folie. Und wie man sich das jetzt vorstellen kann, ist, wenn man jetzt hier die Anlage hat, hier durch diese Fabrik dargestellt, eine Anlage, ein System von Anlagen, vielleicht auch sehr komplexe Anlagen, dann steht ja erstmal der Prozessexperte momentan davor, das ist der Status quo. Und er weiß jetzt, okay, da ist jetzt ein Fehler passiert. Und das, was der Prozessexperte macht, ist ja, er guckt sich Beobachtungen an, also sind da Fehlercodes, leuchten Warnlampen, kann Messungen durchführen, Strom, Spannung, kann auch Vibrationen testen, teilweise auch einfach so mit den Sinnen, die er halt hat. Und all diese Merkmale, die abweichen vom Normal, das sind halt seine Symptome. Und die wertet der Prozessexperte aus. Das heißt, eigentlich, was er tut, wenn er einen weiterklickst, ist, er überlegt sich, gegeben eines Fehlers, was kann defekt sein, wenn ich jetzt die Symptome X, Y und Z beobachte? Also irgendwas ist zu warm, irgendeine Lampe blinkt, ein Fehlercode wird angezeigt. Und das löst ja der Prozessexperte. Und aus Sicht der KI ist das halt sehr interessant, denn eine KI soll ja genauso schlussfolgern. Das ist halt das Interessante daran. Und das hat halt sehr viele Gemeinsamkeiten mit einem anderen Prozess, wenn du einmal weiterklickst. Und das ist einfach zwischen einem Arzt und einem Patienten. Wenn ein Patient zum Arzt geht, schildert er ja auch vor allem, was er fühlt, irgendwelche Temperaturen, sowas wie ein Schnupfen,
Und der Arzt kann dann ja auch sagen, okay, ich höre mir jetzt an, wie mein Patient klingt, was er von sich preisgibt, kann aber ja auch noch Messungen machen, wie eine Blutdruckmessung, Herzfrequenz und so weiter. Und auch der Arzt diagnostiziert das halt. Und dieser Gedanke steckt halt hier hinter und lässt sich halt auch mit KI einigermaßen gut abbilden. Nächste Folie. Und das, was man jetzt macht, ist, wenn man jetzt erstmal auf das rechte Bild guckt, das sieht jetzt sehr komplex aus, aber die Denkweise, die hinter dem Service Navigator als solchem steckt, ist, dass jetzt erstmal eine Anlage einfach ein komplexes System ist von verschiedenen Komponenten. Die kann man sich jetzt hier so vorstellen wie diese Kreise, wo die Cs drin sind. Das sind verschiedene Komponenten, die in der Anlage verbaut sind und die haben verschiedene Auswirkungen aufeinander. Das heißt, wenn ich eine Pumpe habe, kann die zum Beispiel den Druck verändern im System oder das Level eines Tanks. Und da muss man halt wissen, okay, welche Komponenten hat mein System, zum Teil auch, wie hängen die zusammen. Und was man dann macht, ist dann eher dieses linke Bild. Und man sagt, wenn ich jetzt eine Beobachtung habe, wenn ich weiß, mein Motor ist zu warm, dann kann ich meistens, oder ein Prozessexperte kann dann halt sagen, das kann die und die Ursachen haben. Denn würde er das jetzt vollkommen ohne Unterstützung machen, würde er ja auch vor diesem Motor stehen, sich angucken, was da passiert ist, irgendwie er ist zu warm, er hat dann zu hohe Stromaufnahme, und sich dann überlegen, was können die möglichen Ursachen sein. Und das ist das, was hier halt formalisiert wird. Das heißt, wir nehmen nicht das gesamte Wissen des Prozessexperten, formalisieren das wäre viel zu komplex und das wollen wir auch gar nicht, sondern halt nur diese ganz einfachen Sachen, diese ganz einfachen Beziehungen zwischeneinander, zwischen dem, was man sehen kann und dem, woran es liegen kann, wenn ein Fehler auftritt. Und wenn man dann den nimmt, kann man halt sehr viele von diesen Beobachtungen halt machen. Man kann sich sehr viele Ursachen überlegen und dafür gibt es halt sehr gute KI-Algorithmen, die diese Probleme lösen können. Die können halt zwischen verschiedenen Ursachen verschiedene Ursachen diskriminieren, ausschließen, können Sachen zusammenbringen. Und davon gibt es halt auch eine sehr lange Forschung. Die haben wir halt hier genutzt, um sie halt umzusetzen in diesen Produkt des Service Navigators. Eins weiter. Und was man dann praktisch macht, ist, der Bediener steht jetzt davor und hat diese Wissensbasis von diesen ganzen Ursachen und Beobachtungen und sowas. Das ist alles über das User Interface irgendwo eingegeben, abgespeichert. Und was dann passiert ist, die Beobachtungen werden eingegeben, eine Ursache wird berechnet und zwar wird sie deterministisch berechnet. Und das ist halt der Vorteil hiervon. Hier steckt jetzt nicht irgendwie die momentan populären so tiefe neuronale Netze, unerklärbare Verfahren. Das heißt, man gibt irgendwelche Daten rein und bekommt ein Ergebnis, weiß aber gar nicht, was passiert ist, sondern diese Berechnung ist deterministisch. Man kann immer genau gucken, was hat der Algorithmus denn da eigentlich gemacht? Wie ist er denn auf seine Schlussfolgerung gekommen? Und das hat halt hier noch diesen Vorteil, dass wir halt einfach diese Algorithmen benutzen, die es da schon gibt, die wir dann ein bisschen angepasst haben. Und sie helfen uns halt auch gleichzeitig, jede Schlussfolgerung komplett erklärbar zu machen. Das heißt, wir können genau sagen, wie wir zu gewissen Schlussfolgerungen gekommen sind. Und was dann da rausfällt, ist halt eine Fehlerursache oder, wie wir eben gesehen haben, eine Fehlerursache zu verschiedenen Wahrscheinlichkeiten, die dann der Prozessexperte auswählen kann, welche dann genau zutrifft oder welche die höchste Wahrscheinlichkeit hat. Eins weiter. Und gegeben dieser Fehlerursache können wir dann sagen, der Prozessexperte kann dann halt eine Behebungsroutine auswählen und dann halt direkt die Fehlerbehebungen durchführen. Das heißt, wir helfen hier halt einmal den Servicetechnikern, wenn sie dieses Tool benutzen, vernünftig oder einfach zu einer Fehlerursache zu finden. Und man muss jetzt halt nicht erst in sehr vielen Medien gucken, wo sind meine, oder entweder im Erfahrungsschatz oder halt in irgendwelchen Handbüchern gucken, wie behebe ich etwas, was könnte die Fehlerursache sein, sondern das funktioniert halt schon sehr gut unterstützt, sodass sich der Servicetechniker, der Experte halt nur auf die wichtigsten Teile konzentrieren kann. Und das ist halt die eigentliche Behebung, das heißt das eigentliche Schrauben. Eins weiter. Was jetzt komplett dahinter steht an Architektur ist, wir haben hier den Ansatz gewählt mit API First. Das heißt, wir haben eine klar definierte Application Programmer Interface, das heißt klar definierte Schnittstellen zwischen allen Komponenten, die wir da verwenden, was uns halt erlaubt, diese verschiedenen Business Cases, die vorhin vorgestellt wurden, auch als White-Label-Lösung, als Standalone-Lösung und so weiter anzubieten.
sodass Integration auch relativ einfach ist, einmal jetzt in der Entwicklung, in der schnellen Entwicklung dieses Produkts und halt dann auch in der Weiterführung. Und man sieht ja schon, es werden natürlich ein paar Dinge gespeichert. Wir haben einen relativ großen Wert auf Datensicherheit gelegt. Natürlich wird dazu gewisse Dinge gespeichert. Stammdaten der Maschine haben wir eben auch im Beispiel gesehen, die sind gespeichert. Und dann halt die Diagnostikdaten, die Wissensbasis, die ich eben erwähnt hatte. Und auf diese Diagnose-Services werden dann halt verschiedene UIs gesetzt. Wir haben eben das Web-Frontend gesehen, was sich halt auch nochmal unterteilt in das Wissensmanagement, dieses zweistufige, was ich eingangs erwähnt hatte, das Anlegen der Wissensbasis, das Management der Wissensbasis und dann halt auch dem Diagnoseteil beziehungsweise den Routinen und dann halt entweder als Web oder halt dann als App noch ein mobiles Frontend. Bisher funktioniert das Ganze auf Microsoft Azure als Cloud-Lösung und wird darüber halt auch integriert. Ja, damit übergebe ich weiter an Sina. Perfekt, Dankeschön. Das war jetzt sozusagen der Tech-Talk an der Stelle. Für diejenigen, die jetzt vor allem sich Fragen stellen in Richtung nochmal Daten aufnehmen, wie lässt sich das Ganze in der Praxis umsetzen? Das, was Alex eben gesagt hat zum Thema intuitive Eingabefläche, also der, was wir eben feststellen, und dafür haben wir Gott sei Dank die Industriepartner auch mit dabei, die dann regelmäßig Augen öffnen, ist das Thema Motivation zur Dokumentation. Denn keine KI ist gut, wenn das Wissen nicht digitalisiert ist. Insofern ist diese regelmäßige Aktualisierung zwischen Betreiber- und Herstellerwissen so essentiell. Das heißt, so wie die Daten eingegeben werden, so intuitiv das gestaltet ist, dass es nicht in statischen Fehlerbäumen passiert, sondern wirklich über Eingabe von Ursachen und Beobachtungen, so einfach die Eingabe ist, soll am Ende eben auch die Ausgabe passieren. Und das Ganze greift auf dieselbe Datenbasis zurück, dass da kein, ja nicht nochmal ein zusätzlicher Transfer oder so etwas an Daten passieren muss. Insofern komme ich auch schon zum Schlusswort und einem kleinen Ausblick, was als nächstes passiert. Dadurch, dass sich das Ganze noch im Forschungsprojektcharakter befindet, viele unter Ihnen dürften es kennen, sind assoziierte Partner gern gesehen. Wir haben die drei Piloten mit an Bord, mit denen läuft die Vertestung in alle Richtungen, Sondermaschine, Standardmaschine. Wir diskutieren aktuell in Richtung Wäschereitechnik, wir sind im Bereich Agrartechnik und testen uns langsam vor. Insofern ist sozusagen das einzige oder die einzigen Kriterien, um mitmachen zu können, dass zum einen natürlich die Innovationsbereitschaft, Kooperationsbereitschaft da ist, auch aus diesem Netzwerk zu profitieren, selbst wenn vielleicht ihr Verpackungsmaschinen nicht unbedingt etwas mit Separatoren zu tun haben. Wie Herr Fleuter sagte, die Probleme sind dieselben. Und genau die andere Bedingung sozusagen ist, dass die, dass das Prozesswissen und das Maschinenwissen auch zukünftig von so einer hohen Bedeutung ist, dass es eben weiterhin tatsächlich zu unvorhersehbaren oder unkalkulierbaren Fehlern kommen kann. Ich hatte jetzt gestern noch gesehen, dass alleine die Fehler, die nicht durch Predictive Maintenance und so weiter behoben werden können, zumindest für den US-amerikanischen Markt, sich auf etwa 20 Milliarden US-Dollar belaufen an Schaden, der entsteht. Also da ist, glaube ich, genug noch reaktiv zu tun. Was planen wir? Und insofern ist es auch eine Form der Mitgestaltung. Was Sie jetzt gesehen haben, ist tatsächlich der zweite MVP sozusagen, der zweite Prototyp des Produktes. Da wird sich nächste Woche noch ein neuer Release ergeben. Da liegen dann noch mehr Informationen hinter. Das Ganze kann auch mitgestaltet werden, bedeutet mit Maschinenherstellern wie auch eben dem Betreiber und den Bedienern im Feld. Wir haben uns auch vorgenommen, dadurch, dass eben der Fortschritt teilweise der Digitalisierung so unterschiedlich ist, dass das Ganze, und das zeigt der Ausblick hier unten, auch mitgestaltbar ist in Richtung weiterer Microservices. Es macht sicherlich keinen Sinn und so kann man dann das eine mit dem anderen verknüpfen, wenn bereits Wartungsmanagement-Tools im Einsatz sind, wenn es digitale Dokumentenmanagementsysteme gibt, dann sieht unser Ansatz eben vor, die auch durchaus zu integrieren, weil wir jeweils beispielsweise bei den vorgestellten Routinen auch natürlich auf bestehende Dokumente zurückgreifen können oder an beispielsweise die jeweilige Stelle in der Handbuch verweisen können. Die Roadmap zeigt auch schon, dass es über Projektende 2022 im Januar hinausgehen soll. Das heißt, das Ganze ist geplant, dann auch in die nächste Phase zu gehen. Alles, was getestet wird, kann danach durchaus auch auf breiter Flur implementiert werden.
Und dann stehen Dinge auf dem Plan, das Ganze vor allem immer weiter im Feld auch zu optimieren. Das heißt, treten Störungen auf, steht ein Maschinenbediener vor der Maschine, hat eigentlich schon Feierabend, dokumentiert er noch, was passiert ist? Das sind ja die spannenden Fragen. Da gibt es bisher erste Konzepte und auch erste Vertestungen. Das ist sicherlich noch eine Hürde, die wir gemeinsam nehmen wollen. Und ausblickend stehen jetzt für den Algorithmus gesprochen, das Thema Selbstlernen auf der Agenda, wenn dann irgendwann tatsächlich mal Fachkräfte weniger werden. Das Wissen eben frühzeitig bei Inbetriebnahme, bei Aufbau sozusagen der Maschine einmal zu digitalisieren und Automatisierung, was dann dahin führt, ist wie gesagt auch eine Task sozusagen auf unserer Agenda, dass sich Fehlercodes selbstverständlich über die Alarmmeldungen von selbst in den Service Navigator speisen und ich die zumindest nicht extra eingeben muss, sondern dann klar ist, ich habe folgende Fehlercodes vorliegend und würde jetzt gerne noch die Beobachtung ergänzen, dass die Maschine brennt oder das Produkt nicht entsprechend der Qualität ist wie angenommen. Insofern wäre es das an dieser Stelle an Einblick in Projekt, Prototyp, vielleicht auch die Besonderheit eines recht knappen Forschungsprojektes. Und wir bedanken uns für die Aufmerksamkeit, haben wahrscheinlich noch die eine oder andere Minute für Fragen und stehen ansonsten jederzeit über diverse Kanäle zur Vertestung, zur Diskussion zur Verfügung.